Lieber Armin, in den ersten beiden Episoden haben wir uns ja mit dem Wasserstoff als Energieträger und mit der Herstellung von grünem Wasserstoff beschäftigt. In dieser dritten Episode wollen wir uns die Speicherung und den Transport von Wasserstoff etwas näher ansehen. Wir kennen ja die intensiven und ausladenden Diskussionen zur Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien. Wie speichert man denn Wasserstoff? Geht das einfacher? Generell kann man auch Strom speichern in Batterien, beispielsweise, aber eben nicht in den großen Mengen. Deswegen ja auch der Umweg oder der Weg über den Wasserstoff. Wasserstoff als hochflüchtiges Gas kann man natürlich speichern in entsprechenden Behältern, meistens unter Druck, unter hohem Druck und dann über Pipelines dann auch transportiert oder eben angebunden an entsprechende Flüssigkeiten, das heißt also eine chemische Bindung oder auch eine physikalische Bindung. Jetzt hast du gerade schon den Transport auch angesprochen. Ich meine, Wasserstoff ist ja, wie du sagst, ein Gas, aber hochflüchtig. Erdgaspipelines und Erdgasleitungen haben wir ja zuhauf, auch in Deutschland. Könnte man da jetzt auch einfach Wasserstoff durchschicken? Generell ja, aber. Das ist das Problem. Der Transport des Wasserstoffs ist gar nicht so einfach. Da müssen auch viele Fragen gelöst werden. Das fängt damit schon an, wie kann ich es wirtschaftlich machen? Dass es technologisch geht, wissen wir. In entsprechenden Gasflaschen, das kennen wir alle. Hoher Druck, aber da transportiert man weniger Kilogramm Wasserstoff als viel mehr Kilogramm Stahl. Im Prinzip für den Hausgebrauch, für kleinere Mengen ist das sicherlich ein probates Mittel, aber nicht für die Umsetzung der Energiewende. Gaspipelines definitiv beimischen ist das kleine Problem. Ich habe ein hochreines, auch wertvolles Produkt Wasserstoff, grüner Wasserstoff. Den mische ich dann mit Erdgas oder mit Methan, kann ihn dann gut transportieren. Am Ende kommt dann natürlich eine Mischung raus, also bilanziell sicherlich mit niedrigerem CO2-Pegel. Aber eben halt doch eine Mischung. Das heißt, man müsste aufwendig dann wieder separieren. Oder, und das ist der nächste Weg, ich gehe über eine Synthese. Das heißt, ich nehme den Wasserstoff, mache daraus dann letztendlich Ammoniak oder Methanol und transportiere das dann beispielsweise als Flüssigkeiten oder direkt eben grüne Kraftstoffe. Jörg, der Transport des Wasserstoffs ist ja nicht so ganz einfach, insbesondere dann, wenn ich Pipeline nutze. Ist das eine bestehende Pipeline? Habe ich Mischgase? Baue ich vielleicht eine neue, eine private oder eine öffentliche Pipeline? Was gilt es denn da zu beachten aus Sicht der Genehmigungsverfahren, der Planungsprozesse? Zunächst ist es auch da natürlich wieder so, man darf die nicht überall hinbauen. Sicher wird das nur im Außenbereich möglich sein, da wiederum die Frage ist, eine Pipeline ein privilegiertes Vorhaben? Ist jetzt aus heutiger Sicht nicht klar, soll aber im neuen Energiewirtschaftsgesetz so geregelt werden. Und dann habe ich auch nach der heutigen Rechtslage ein extrem komplexes System von Rechtsfragen, um zu klären, welche Genehmigungen ich eigentlich brauche. Eine Wasserstoffpipeline ist keine Energieanlage im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes. Das soll so geändert werden. Aber es kann jetzt nach heutigem Stand wirklich sogar davon abhängen, wie lang meine Pipeline ist, wie dick das Rohr ist, dass ich entweder einzelne Genehmigungen mir zusammensammeln muss oder ich muss sogar eine Planfeststellung durchführen nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz. Aber am Ende ist es ja auch gar nicht unbedingt nachteilig. Es kann ja auch seine Vorteile haben, alles in einer Planfeststellung zusammenzufassen. Ich habe nämlich in den Planfeststellungsverfahren als Antragsteller auch bestimmte Vorteile. Zum Beispiel gibt es dort die sogenannte vorzeitige Besitzeinweisung oder der vorzeitige Maßnahmenbeginn. Das heißt, ich kann dann bestimmte Schritte zur Verwirklichung meines Projekts im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens vielleicht früher in die Wege leiten, als ich das sonst könnte. Und das Ganze gilt für alle Arten des Transports, also der Pipeline, auch für bestehende Wasserstoff-Gaspipelines. Für eine Umwidmung meinst du jetzt, Ja, wenn man ganz eine genau. Gaspipeline auf Wasserstoff umwidmet, da wäre schon die Hoffnung, dass dort dann alte Rechte fortgelten. Das soll auch im NWG so geregelt werden, dass eben bestehende öffentlich-rechtliche Konzessionen und Genehmigungen weiter fortgelten. Im Moment aber eben, da ist das auch ein weites rechtliches Feld.
Nun ist so ein Gaspipeline anders als beim Strom. In dem Leiter ist der Strom leider nicht gespeichert. Da sieht das ja bei der Pipeline anders aus. Die Pipeline ist ja quasi auch der Speicher. Wenn das nicht ausreicht, brauche ich eben noch einen Speicher. Kann ich den denn überall hinbauen? Ich habe meine Pipeline, dann setze ich mal eben dann so ein Gasometer daneben. Ja, immerhin ist bei den Speichern die Genehmigungslage deutlich klarer. Also da gibt es klare Vorschriften im Emissionsschutzgesetz. Wenn ich mehr als 30 Tonnen Speicherkapazität Wasserstoff habe, dann brauche ich eben das volle Genehmigungsverfahren nach § 10 des Bundesemissionsschutzgesetzes mit Öffentlichkeitsbeteiligung. Von 3 bis 30 Tonnen habe ich das sogenannte vereinfachte Verfahren nach 19 Bundesemissionsschutzgesetz. Insofern, da haben wir auch Klarheit nach heutigem. Noch interessanter kann es natürlich werden, wenn ich alte Kavernen zur Speicherung nutze, na, dann bin ich ganz schnell im Bergrecht. Also da kann es dann sehr schnell auch in relativ abseitige Rechtsgebiete irgendwie aufgehen. Hängen die Größenordnungen mit der Sicherheit zusammen, also 3 bis 30 oder ab 30 Tonnen? Es gibt in der Tat unterschiedliche Sicherheitsvorschriften nach der Betriebssicherheitsverordnung, je nachdem, wie viel ich speichere. Übrigens interessanterweise auch unterschiedlich, ob ich Wasserstoff speichere oder Methan. Mhm. Macht natürlich auch Sinn, sind ja unterschiedlich gefährlich und unterschiedlich explosiv. Da habe ich in der Tat für unterschiedliche Speichergrößen unterschiedliche Sicherheitsanforderungen zu tragen. Wenn ich Pipelines mir wieder anschaue, wir waren ja vorhin beim Transport, dann gibt es auch da spezielle Vorschriften, die sogenannte Rohrfernleitungsverordnung. Mhm. Also da gibt es eben wegen der Gefährlichkeit von Wasserstoff als Gas ganz, ganz erhebliche Vorschriften. Gut, jetzt habe ich am Anfang natürlich den grünen Wasserstoff, aber nicht in den Mengen, die ich vielleicht in ferner oder mittlerer Zukunft habe. Das heißt, ich muss eine bestehende Infrastruktur nutzen. Kann ich jetzt im Prinzip meine erste großindustrielle Wasserstofferzeugungsanlage, also mein Elektrolyseur, direkt an eine bestehende Pipeline anschließen und dann erstmal munter drauf los produzieren und hoffen, dass da hinten auch alles ankommt? Ja, also im Prinzip lässt sich technisch, das weißt du besser als ich, aber lässt sich eigentlich Wasserstoff schon mit Erdgas einfach mischen. Mhm. Aber es gibt im Moment eine Obergrenze, maximale Beimischmenge ist 10%. Auch das wird, wie so viele Dinge, jetzt politisch diskutiert. Oft kann ich aber, je nachdem, für was ich am Ende der Pipeline die Dinge nutzen möchte, kann ich die 10% nicht mal ausschöpfen, weil zum Beispiel ein erdgasbetriebenes Fahrzeug, das verträgt gar keine 10% Wasserstoff im Erdgas. Bedeutet das letztendlich, wenn ich diese 10% oder die Rahmenbedingungen einhalte, dass ich im Prinzip eine bestehende, ich sag mal, Erdgasleitung direkt umwidmen darf, also als Betreiber dieser entsprechenden Leitung? Ich kann umwidmen und es soll zur Umwidmung, nachdem, wie es im neuen Energiewirtschaftsgesetz vorgesehen ist, auch ein vereinfachtes Verfahren geben. Und das würde natürlich vieles sehr erleichtern, wenn ich nicht, nur weil ich eine bestehende Pipeline auf Wasserstoff umwidme, komplett alle Genehmigungsverfahren neu durchlaufen. Jörg, entscheidend für die Speicher und die Betreiber ist natürlich, dass sie einen angemessenen und diskriminierungsfreien Netzzugang bekommen. Wie sieht das denn aus? Gibt es da was zu beachten? Ja, da gibt es durchaus ein interessantes Argument, das man machen könnte. Denn man könnte sagen, grün hergestellter Wasserstoff ist ja ein Biogas. Und Biogas hat heute sogar vorrangigen, nicht nur diskriminierungsfreien, sondern vorrangigen Netzzugang nach der Gasnetzzugangsverordnung. Aber auch da sollen die Details über das neue Energiewirtschaftsgesetz näher geregelt werden. Ja, Jörg, schauen ist für mich ein Stichwort. Nicht nur Videos schauen, sondern auch machen. Schauen ist gut, machen ist besser. Hier mal ein kleiner Bausatz für dich, und zwar in klein natürlich. Ein Bausatz für einen Brennstoffzellentruck für den Wasserstoff, hoffentlich in Reinform, nicht aus der Mischung aus der großen Pipeline. Ui, das muss ich wahrscheinlich aber zusammen mit meiner Tochter basteln, das kriege ich alleine gar nicht hin.